Tag. Heute möchte ich über die glückliche Ehe sprechen. Mein Mann und ich gehen gleich gemeinsam einkaufen. Es ist wichtig, Gemeinsamkeiten zu haben und Sachen gemeinsam zu machen. Wir werden Dinge einkaufen, die wir gemeinsam gerne essen. Wir sind beide berufstätig und wir teilen uns den Haushalt selbstverständlich, so nach Neigung und ja, wie sich das eben so ergibt. Das ist ja ganz wichtig. Ich habe heute Morgen schon Staub gesaugt, die Wäsche gewaschen. Was habe ich denn noch gemacht? Ach ja, die Fenster geputzt. In der Woche kommen wir immer nicht dazu, weil wir beide ziemlich viel arbeiten und zusätzlich habe ich noch einen langen Arbeitsweg von 4 Stunden, aber dafür kann ja mein Mann nichts. 4 Stunden insgesamt, 2 hin, 2 zurück. Er arbeitet gleich um die Ecke. Beziehungsweise, ganz genau betrachtet, sind wir hierher gezogen. Als mein Mann diesen Arbeitsplatz hier hatte. Aber die Wohnung ist auch wirklich schön. 4 Zimmer, Küche, Bad, er hat ein eigenes Ankleidezimmer. Wir haben ein eigenes Zimmer, in dem die Wäsche gebügelt und zwischengelagert werden kann. Und demnächst, wenn ich das mal schaffe, werde ich hier so eine Zwischenwand ziehen und dann habe ich endlich ein eigenes Zimmer zum Schreiben. Ein Zimmer für mich allein sozusagen. Wie es ja in dem einen feministischen Roman heißt. Harmonie ist wichtig. Und es ist wichtig, auch bestehende Konflikte offen anzusprechen, wenn dann welche da sind. Absolut wichtig. Ist absolut wichtig für jede Beziehung. Neulich sagte ich zu meinem Mann, du Schatz, die Art, wie du Kaugummi kaust, geht mir irgendwie auf die Nerven. Daraufhin hat er umgestellt auf eine andere Kaugummimarke. Naja, die Kauerei geht ihm noch genauso auf die Nerven, aber er hat sich ja Mühe gegeben. Jetzt warte ich eigentlich, wann wir endlich einkaufen gehen können. Denn es ist überhaupt nichts mehr zum Frühstück da. Wir haben ja auch nichts eingekauft. Das ist die ganze Woche nicht da. Aber wichtig ist, dass wir beide den Haushaltsüberblick haben und auch beide gleichzeitig engagiert diesbezüglich sind. Absolut wichtig ist das. Wann ist das Frühstück fertig? Irgendwann bringe ich ihn um. Nachdem du etwas eingekauft hast, woraus du Frühstück machen kannst. Du bist heute einkaufen. Sie sehen, es ist wichtig, Konflikte auch mal offen anzusprechen und auszudiskutieren. Und jetzt habe ich gerade etwas anderes vor.